Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Das Buch, in dem ich im Moment lese, ich habe das schon mal vorgestellt, ist also von dem Dr. Shioya, Die Kraft strahlender Gesundheit. Ein Buch, das, wie ich hier lese, in Japan bereits in 12. Auflage vorliegt. Also dort sich großer Beliebtheit erfreut hat. Wie diese 12 Auflagen jetzt in Berührung zu Deutschland zu bewerten sind, kann ich nicht sagen. Also der Band ist in 5 Kapitel unterteilt. Also Kapitel 1 sagt, dem modernen Menschen fehlt es an Sauerstoff. Das Kapitel 2 ist überschrieben mit dem Körper mit Sauerstoff versorgen. Kapitel 3, der Arzt im Inneren. Kapitel 4, positiv denken. Und Kapitel 5, im menschlichen Körper gibt es nichts Überflüssiges. Ja, dieser Dr. Shioya ist 105 Jahre alt geworden. Das ist vielleicht auch so das Besondere. 105 ist ja ein stolzes Alter und wie jetzt aus den Kapitelüberschriften schon hervorging, geht es in diesem Buch um Sauerstoff, Sauerstoff und noch einmal Sauerstoff. Und konkret also um das richtige Atmen, und beim richtigen Atmen soll man natürlich auch richtig denken. Er nennt das seine Methode. Und diese Methode kommt dann wird im Anhang vorgestellt. Also nicht in den 5 Kapiteln zuvor, die sind sozusagen schmückendes Beiwerk, sondern das Wichtigste steht am Schluss, die Praxis der Methode. Also es geht dabei auch um Imagination, Introspektion und Affirmation. Das rechte Denken, also nicht ein nationales Denken, sondern ein rechtes Denken im Sinne von richtiges Denken. Dann sagt er, er besteht aus 3 Schritten seiner Meinung nach, aus denken Sie in allen Dingen positiv, vergessen Sie die Dankbarkeit nicht und lassen Sie das Jammern sein. Man soll also nicht jammern. Naja, und dann kommt zu seine Atemtechnik, die hatte dann ja auch noch so auf gewissen Abbildungen gezeigt. Ja, ansonsten, dieser Dr. Shioya schreibt sehr interessant und flüssig. Zum Beispiel im ersten Kapitel berichtet er darüber, dass er auf dem Mount Everest war mit 74 Jahren. Die wollten ihn erst gar nicht da hochlassen, weil sie befürchteten, seine Gesundheit könnte das nicht mitmachen. Aber schließlich hat er gezeigt, dass die Jüngeren da viel größere Probleme hatten als er. Ja, als Atemspezialist hat ihn das natürlich ganz besonders interessiert. Und er konnte dann oben beobachten, wie sich der Sauerstoffmangel auswirkt. Ja, also er ist ja 105 Jahre geworden und mit 20 Jahren hat er eine sehr schwächliche Konstitution gehabt, wurde von seinen Kameraden verspottet als Warenhaus der Krankheiten. Und am Ende seiner medizinischen Prüfung gab es so einen Gesundheitstest
Und in diesem Test hat er als schlechter Star abgeschnitten. So schwach war seine Gesundheit und da hätte jetzt niemand erwartet, dass er ein so hohes Alter erreicht. Er persönlich führt das auf seine Atemtechnik zurück. Außerdem sind ihm seiner Meinung nach noch zwei andere grundlegende Erfolge durch die Atmung gelungen. Er hat den grauen Star besiegt, weggeatmet und er hat eine Prostata-Hypertrophie bewältigt, sich davon geheilt, einfach nur durch die Atemtechnik. Ja, er meint, dass er stellt fest, dass der menschliche Körper auf 60 Billionen Zellen besteht und dass diese Zellen jetzt notwendigerweise Sauerstoff benötigen und je mehr Sauerstoff sie haben, desto besser können sie arbeiten, desto mehr Widerstand haben sie gegenüber Krankheiten und ja, desto gesünder ist man quasi, seiner Meinung nach. Und durch das moderne Leben würden wir oberflächlich arbeiten, atmen, also eine oberflächliche Atmung praktizieren und hätten dadurch eigentlich auch nicht die volle Leistungsfähigkeit. Durch deine Technik sollen wir 30% Sauerstoff mehr aufnehmen. Einerseits dadurch, dass sich das Lungenvolumen natürlich steigert und dass wir also lernen, mehr und tiefer einzuatmen, so eine vertiefte Bauchatmung ständig zu praktizieren und so den Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Ja, das wäre es erstmal von hier.